Rummenigge warnt DFB wegen Flick. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat dem DFB zu schnellem Handeln in der Causa Hansi Flick geraten. Wenn man ihn als Bundestrainer will, müsse man Gas geben. Hansi ist in Fußball-Europa ein sehr nachgefragter Trainer. Es wäre ein Drama, wenn er ins Ausland oder sonst wohin gehen und nicht beim DFB landen würde, sagte der Bayern-Boss am Samstag bei Sky und fügte an, Hansi würde perfekt zum DFB passen. Auch angesichts des Theaters beim DFB in den letzten Tagen und Wochen machte Rummenigge klar, dass Flick geholt werden müsse. Der DFB muss sich irgendwann mal überlegen, ob man nicht zur Harmonie, zur Loyalität und auch zur Qualität zurückkommt, meinte Rummenigge und sagte in Bezug auf eine Flick-Verpflichtung: Ich wünsche es dem DFB. Das wäre das erste positive Zeichen, dass der DFB erkannt hat, was auch notwendig ist, so der 65-Jährige weiter. Ex-Trainer Stöger sagt Köln ab. Der 1. FC Köln hat sich eine Absage für die vakante Trainerposition eingehandelt. Peter Stöger wird den Job beim abstiegsbedrohten Bundesligisten im Sommer nicht übernehmen. Ich hatte gute Gespräche mit Horst Held und Alex Werle, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt waren. Der FC ist ein Verein, der mir immer noch viel bedeutet und sehr reizvoll ist. Aber am Ende waren wir der Meinung, dass eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Entscheidung ist, sagte Stöger dem Kölner Stadtanzeiger. Stöger hatte den FC bereits von 2013 bis 2017 trainiert. Unter ihm kehrten die Rheinländer in die Bundesliga zurück und spielten im Europacup. Neuer Job für Ballack. Neuer Job für Michael Ballack. Der Capitano wird TV-Experte. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird der 44-Jährige an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner für Magenta TV die Spiele der anstehenden Europameisterschaft analysieren. Berichtet werden soll aus einem Studio in Ismaning bei München. Die Telekom wird über Magenta TV alle 51 Spiele der EM live übertragen, 10 Partien sogar exklusiv. ARD und ZDF zeigen insgesamt 41 Spiele. Ballack betritt mit seiner neuen Tätigkeit nicht komplettes Neuland. Der langjährige DFB-Kapitän hat bereits von 2012 bis 2016 als Experte für den US-Sender ESPN gearbeitet. Jordans College-Trikot bringt Rekord. Ein College-Trikot von Legende Michael Jordan ist für die Rekordsumme von 1,38 Millionen Dollar versteigert worden. Das teilte das US-Auktionshaus Heritage Auctions am Samstag mit. Wir sind sehr stolz darauf, den Rekord für ein von Jordan getragenes Trikot gebrochen zu haben, sagte Sportauktionsdirektor Chris Ivy. Wer das Shirt ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt. Jordan hatte das blau-weiße Trikot mit der Nummer 23 in der Saison 1982-1983 an der Universität von North Carolina getragen.